Übrigens, das mit der Energie ist gar nicht so einfach. Also Energie, natürlich weiß irgendwie jeder intuitiv, solange nicht gefragt wird, was Energie ist. Aber wenn man dann danach gefragt wird, dann merkt man eben, Mensch, das ist auch wieder so ein Begriff, der hat eben nichts, nichts Festes, nichts Gegenständliches. Beim Tisch weiß man genau, was ein Tisch ist. Ein Tisch, das ist eine Platte, die schwebt nicht frei, sondern die steht auf meistens vier Beinen. Meistens. Es gibt auch andere Tische, aber die meisten Tische sind so. Vier Beine und dann oben so eine Platte drüber. Das ist klar, das ist ein Tisch. Aber was ist Energie? Energie, sagt dann der Physiker in mir, das ist die Fähigkeit, Arbeit zu leisten. Es gibt aber Leute, die gehen auch mit dem Wort Energie ganz anders um. Da gibt es zum Beispiel welche, die sagen, du, bei mir kommt da aber von dir so eine Energie an. Und die kommt dann an bei denen, dann macht die irgendwas. Wieder andere sind der Meinung, der ganze Kosmos würde von irgendeiner kosmischen Energie durchzogen werden, die allerdings nicht messbar ist. Wieder andere sind der Meinung, Energie, ja, das ist doch irgendwie, also das ist so ein Irgendwie. Energie ist irgendwie, und zwar nicht nur irgendwie, sondern auch noch irgendwo und irgendwann irgendwas, aber was genau, weiß man nicht. Also es gibt wahrscheinlich keinen Begriff zwischen Naturwissenschaften und diesen esoterischen Wissenschaften, der häufiger benutzt wird als Energie und der häufiger missbraucht wird. Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu leisten. Das ist Energie. Das hängt jetzt nicht davon ab, ob man die Arbeit auch leisten will. Wenn man sie nicht leisten will, aber man hat die Energie, dann hat man eben potenzielle Energie. Also es könnte was passieren. Das ist die Energie der Lage. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal, sagen wir mal, wir haben hier ein Niveau Nummer 1 und wir haben hier unten ein anderes Niveau Nummer 2. Wenn also hier zum Beispiel ein Ball läge, ich male ihn jetzt hier nicht hin, aber wenn er hier läge, der Ball, was wird dieser Ball von alleine höchstens tun? Er wird von alleine höchstens von hier nach hier springen. Also, na gut, also wenn man ihn antippt, nehmen wir an, er rollte, der Ball. Na, was wird dann passieren? Er wird natürlich hier runterfallen. Das wäre dann, dass die potenzielle Energie, also die Energie der Lage, eigentlich heißt es ja die Energie der Möglichkeit, sich in eine Bewegungsenergie verwandelt, weil der dann hier runterfällt. Es passiert aber nie, dass zum Beispiel ein Ball, der hier unten ist, spontan, aus irgendwelchen Gründen auch immer, kosmische Energie so in sich sammelt, dass der dann spontan nach oben springt. Das passiert nie. Unten muss also was unternommen werden, damit das, genau das Gegenteil von dem passiert, was natürlicherweise passiert. So, das erstmal vorab. Es gibt auch keine negativen Energien oder positive Energien. Energie ist weder negativ noch positiv. Die ist auch nicht grün oder rot oder braun oder sonst was. Energie ist einfach Energie, sonst nichts. Ja? Also von wegen grüner Energie oder roter Energie oder was. Ja? Die merken schon, also da wächst bei mir die Lynchdrüse, schwillt an. Also zunächst mal die potenzielle Energie und Bewegungsenergie, ich glaube, das ist klar. Dann ist es natürlich so, wir haben ein warmes Material und haben ein kaltes Material. Und nehmen wir an, das Material bestünde aus dem gleichen Material. Das eine wäre einfach nur wärmer als das andere. Wenn ich die jetzt zusammenbringe, was sagt Ihnen Ihr gesunder Menschenverstand? Was wird da passieren? Ich warte. Genau. Die Temperaturen werden sich ausgleichen. Und zwar nicht so, dass der ehemals kühlere jetzt auf einmal heiß wird wie verrückt, sondern die beiden Körper werden ihre Temperatur ausgleichen. Und zwar so lange, bis sie eine gemeinsame Temperatur haben. Wenn die Temperatur dieser beiden Körper, des ursprünglich kälteren und des ursprünglich heißeren, dann zusammen eine Temperatur erreicht haben, wenn diese Temperatur höher ist als die Temperatur der Umgebung, was wird dann passieren? Genau, irgendwann wird dieser Körper auf die Zimmertemperatur abgekühlt sein. Etc., etc., etc. Das ist eine Hartstickarbeit. Merken Sie was? Also diese Wärmeenergie zum Beispiel, die fließt immer von den höheren Temperaturen zu den niedrigen Temperaturen. Auch das ist ein Energiefluss, das muss her. So, wunderbar. So, jetzt machen wir ein bisschen, für einen winzigen Moment, Kosmologie. Nee, machen wir nicht. Lassen wir den Urknall weg. Komm, das dauert zu lang. Warum gibt es Sie? Also jetzt Sie, die sich das angucken. Na, gucken Sie mal. Warum gibt es Sie denn? Jetzt kommen Sie mir nicht irgendwie mit Ihren Eltern, Großeltern und so weiter. Nix. Grundsätzlich. Es gibt Sie und mich übrigens auch nur deshalb, weil zwischen dem Universum, das nennen wir hier, und der Sonne, die haben wir hier, ein Energiefluss besteht.
Und da sind wir genau dazwischen. So, RD. Wir sind da genau dazwischen. Das Universum ist bei schlappen 2,7 Kelvin, das sind minus 271 Grad Celsius. Die Sonne hat eine Oberflächentemperatur von 5800 Kelvin. Ja, ist das klar? Übrigens, im Sonneninnern ist es viel, viel, viel heißer. Wenn Sie sich mal für einen winzigen Moment vorstellen, im Sonneninnern, da sind Temperaturen von grob, sind wir vorsichtig, kommen, sind wir großzügig, 20 Millionen Grad. 20 Millionen Grad. Wissen Sie, was das für ein Photon bedeutet, das im Innern der Sonne entsteht? Das ist ein hartes Röntgenphoton. Das ist noch schlimmer. Bei der Fusion von Atomkernen entstehen Gammaquanten. Die haben eine unglaubliche Energie. Eine ungeheure Energie. Stellen Sie mal vor, Sie wären ein Photon. Sie entstehen im Innern der Sonne. Und Sie kommen oben am Sonnenrand mit einer Energie raus, die eine Temperatur von 5800 Grad entspricht. Wissen Sie, was das bedeutet? Sie haben mit einer, sind wir großzügig, komm, machen wir es. Sie haben mit 10 Milliarden, haben Sie angefangen, mit 10 Milliarden kommen Sie rein, also im Innern des Sterns kommen Sie in den Stern rein. Sie werden mit 10 Milliarden geboren. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben 10 Milliarden Euro. Und wenn Sie dann durch den Stern durchdiffundiert sind, wenn Sie oben rauskommen, haben Sie noch einen halben Euro. Was glauben Sie, wie frustriert die Photonen sind, die daherkommen? Ist natürlich Quatsch. Die Photonen sind natürlich nicht frustriert, aber vorstellen könnte man sich's. Man selber wäre frustriert. Also wenn man mit 10 Milliarden anfangen würde. So sind die Verhältnisse. Also im Innern der Sonne wird Energie freigesetzt durch die Fusion von Atomkernen. Und die Photonen, bis die da durch sind, durch den ganzen Gaskörper, weil die ja überall anstoßen, verlieren die praktisch ihre ganze Energie. Nicht nur praktisch. Bei 10 Milliarden so ein halb, da bleibt nichts mehr übrig. Und mit diesen Photonen, die von 5800 Kelvin kommen, wird die Erde beschienen. Die Erde hat eine Temperatur, die zwischen der Sonnentemperatur liegt und dem Universum. Und da ist nämlich genau dieses Bild. Wir sind wie Forellen in einem Bach. Es gibt Sie und mich auch nur, weil wir sind Durchlauferhitzer. Ja, ja. Wenn Sie einen im Bad haben, wissen Sie, wovon ich rede. Ja? Sie machen den Hahn an und dann irgendwann wird es wasserwarm. Kann manchmal ein bisschen länger dauern. Das hat bei uns ja auch länger gedauert. Also die Erde mit ihren 15 Grad Celsius, die gibt es nur deshalb, weil die Sonne uns tagsüber bescheint und weil die Erde des Nächtens ihre Energie ans Universum abgibt. Wenn das Universum nicht kalt genug wäre, dann wäre es hier auf der Erde so heiß, wird es uns gar nicht geben. Wie Forellen in einem Bach liegen wir in einem Energiestrom und das macht es aus. Das überhaupt gibt überhaupt nur der Möglichkeit Raum, dass es zu Lebewesen kommen konnte. Sonst wird es uns gar nicht geben. Tja. Also hier oben steckt die Kernenergie drin. Warum? Weil die Sonne ist ein Fusionsreaktor. Das heißt, die Sonne hat die Möglichkeit, dass Atomkerne miteinander verschmelzen. Die Bindungsenergie, die dabei frei wird, die drückt nach außen, hält den Stern zusammen gleichzeitig. Warum? Ja, weil der Druck nach außen durch die eigene Schwerkraft stabilisiert wird. Wunderbar. Also dieser Kernreaktor, der läuft ganz ruhig. Bescheint die Erde. Die Erde ist eine Maschine, die sich ebenfalls dreht und Konvektionsbewegungen im Innern hat. Das sind also so die zwei großen Bewegungsmuster, die man von der Erde kennt. Dadurch wird das Windsystem, das Wettersystem, das Klimasystem gebaut. Und das Ganze findet statt vor der Kulisse des Universums. So sieht's aus. Das ist das. Und wir sitzen jetzt hier auf der Erde und fragen uns, woher soll die Energie der Zukunft kommen? Was kann es sein? Bis jetzt haben wir gespeicherte Sonnenenergie verbrannt. Kohle und Öl. Kohle und Öl sind beide entstanden, weil jede Menge Lebewesen vor ein paar hundert Millionen Jahren auf diesem Planeten krepiert sind. Die Hülle und die Fülle. Pflanzen, Tiere, alles weg. Dieser Kohlenstoff ist abgelagert worden und hat sich eben zu Kohle, Braunkohle wie Steinkohle und zu Öl und zu Erdgas verwandelt. Wunderbar. Damit haben wir also den Apparat schon weg. Und woher sind diese Lebewesen gekommen? Immer alles nur, alles was auf dem Planeten Erde passiert, ist bis auf winzige Promilleanteile verwandelte Sonnenenergie. Wunderbar. Und dann kam die Gattung Homo sapiens. Ja, die hat das jetzt in der Hand. Die verbrennt jetzt seit runden 200 Jahren, verbrennt die gnadenlos jede Menge Kohlenwasserstoffeinheiten, die sich eben vor ein paar hundert Millionen Jahren zu Kohle und Gas verwandelt haben. Das wird jetzt alles freigesetzt, weg, 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 weg. Das muss dann irgendwo hin, bleibt dann in der Atmosphäre hängen, wird aber auch in Kreisläufen verarbeitet. Und diese Gattung, also diese Gruppe von Homo sapiens, die steht jetzt da und fragt sich, ja Mensch, du,
das geht ja gar nicht so weiter, das ist ja dann irgendwann auch mal vorbei mit den ganzen fossilen Brennstoffen, da müssen wir ja was Neues haben und könnt ihr nicht mal gucken, ihr Forscher, ihr seid doch so forsch, forscht doch mal, ob da nicht irgendwie irgendwo noch eine Energiequelle zu holen ist. Und ich meine, ja, Sommersonne Erika, ja, ja klar, Sonne, Wind und Wasser, das ist ganz klar, ganz wichtig. Und die gibt es ja auch schon die ganze Zeit. Und wir werden also von einem fossilen Zeitalter in ein solares Zeitalter kommen. Die Sonne ist immer da, immer. Also es wird gar nicht anders gehen. Es ist nur noch die Frage, ob wir diesen Wandel, nämlich hin zu erneuerbaren Energien, tatsächlich so hinkriegen, dass es gerecht ist. Denn zu diesem Energiethema hier gehört ja noch das Thema, wie wir die Welt schon verändert haben und ob die Welt nicht in der Zwischenzeit so verändert worden ist, dass wir gewaltige Probleme haben werden in Zukunft, nämlich durch den Wandel des Klimas. Das wird sich noch zeigen. Die Verantwortung haben wir auf jeden Fall. Wir in Europa, wir in Nordamerika, in Japan, Australien, wir haben diesen Planeten in den letzten 200 Jahren ganz massiv verändert durch den Einsatz der Technik und letztlich durch den Einsatz der Wissenschaft und Technik hin zu einer Industrialisierung, wie sie in dieser Art und Weise ja der Planet noch nie erlebt hat. Man könnte, man muss nicht, aber man könnte das Auftreten des Menschen vergleichen mit einem Meteoriteneinschlag. Gut, so ein Meteorit kommt auf einmal, ich weiß, der hat auch eine gewisse Energie, boom. Aber der deponiert diese Energie auf einmal, dann gibt es eine Katastrophe, eine Riesenkatastrophe. Nun, man könnte natürlich fragen, was hat denn der Mensch so für eine Energie deponiert bzw. freigesetzt dadurch, dass er alle möglichen Mengen an fossilen Brennstoffen verbraucht hat. Und dann kommt raus, wir können durchaus mit den ganz großen Killer-Meteoriten können wir konkurrieren. Wir sind auch solche Leute. Wir sind solche Killer-Meteoriten, die also das Leben auf der Erde doch ganz gewaltig beeinflussen können. Also sowas wie uns hat der Planet Erde noch nicht erlebt. Also wir sind aber auf der anderen Seite eben auch ein Resultat der Evolution. Wir sind auch eine Form von Energie. Eine ganz besondere Form von Energie. Wir können nämlich nicht nur zerstören, wir können auch was aufbauen. Wir haben nicht nur destruktive Künste, wir haben auch konstruktive Künste. Und diese beiden Seiten, die sollte man nicht vergessen, wenn man über das Wort Energie spricht. Denn es gibt eine große Quelle im Universum, die ganz unabhängig ist von Sonne, Universum, Kernenergie, Wärmeenergie, chemische Energie und so weiter. Das ist die Quelle der Kreativität. Woher die sich speist, das weiß kein Mensch. Aber ich habe einige Vermutungen. Sie speist sich aus Träumen, Hoffnungen und Visionen. Und solange wir die nicht verlieren, werden wir immer genügend Energie haben, um uns aus dem Schlamassel rauszuholen.